Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von OrgaTV. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche und habt auch schon fleißig angefangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, denn Weihnachten ist nicht mehr lange. Ich selbst bin ja eher so der Typ, der die Geschenke auf den letzten Drücker kauft. Ich nehme mir zwar jedes Jahr vor, dass ich früher damit beginne, aber irgendwie schaffe ich das leider nicht. Wie ihr sehen könnt, ist der Stuhl neben mir noch leer, denn wir erwarten auch heute wieder einen Live-Gast bei uns in der Sendung. Und zwar ist das André von dem Foodblog André Mampft. Was ein Foodblog ist und was André so macht, das wird er uns später erzählen. Wo wir aber schon bei dem Thema Essen sind, wollen wir uns doch jetzt mal zusammen anschauen, wie es Fabio so als Veganer auf dem Weihnachtsmarkt ergeht. Hallo Leute, ich bin gerade mit meiner Freundin auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Wir sind gleich da. Sag mal hallo. Hallo, hier ist Patricia, die Freundin von Fabio. So, wir sind gleich da. Wir sind auch schon voll in Weihnachtsstimmung. Hier läuft gerade Last Christmas. Okay Leute. Dann bis gleich vom Weihnachtsmarkt. Hallo Leute, wir sind jetzt gerade vor dem Weihnachtsmarkt in St. Louis. Lass uns mal reingehen. Hallo Leute, ich habe euch jetzt mal den Weihnachtsmarkt in der Lüne gezeigt, im Schnellverfahren. Und jetzt schaue ich mich mal um, was es für so veganes Essen und vegane Getränke für mich gibt. Vielleicht gibt es doch die ein oder andere Überraschung für mich. Ich bin mal gespannt. Bis gleich. So Leute, ich habe hier was Geiles für euch gefunden. Und zwar, wie ihr vielleicht rechts oben sehen könnt, es gibt vegane Kurs, vegan und laktosefrei. Ich schnapp mir jetzt hier mal so eine Ladung und wir sehen uns später. So Freunde, wir sind jetzt hier im Auto, weil es hat angefangen zu regnen. Aber keine Sorge, ich habe noch genug Zeit gehabt, um zu schauen, was es für vegane Überraschungen auf dem Weihnachtsmarkt geben könnte. Und zwar, an Überraschungen gab es eigentlich leider nur die Kokos. Also es gab jetzt kein veganes Kakao oder veganes gegrilltes Fleisch oder sonstige vegane Überraschungen. Das typische Vegane, wenn man sich gebratene Mandeln kaufen möchte, gebackene Mandeln, Glühwein als Getränk. Also an sich gab es wirklich keine veganen Überraschungen außer Kuros. Das hat mich jetzt echt überrascht. Und wie gesagt, ich habe mir auch was gekauft. Meine Freundin und ich haben auch schon ein bisschen gegessen. Das probiere ich noch live für euch ein wenig. So sieht das Ganze aus. Und jetzt probiere ich mal.
mit vollem Mund spricht man nicht. Schmeckt das gut? Leute, wenn ihr in St. Louis seid und ihr seid Veganer oder ihr wollt einfach nur mal probieren, wie das vegan schmeckt, kauft euch die veganen Churros. Schmecken echt richtig geil. Okay, Leute, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabio. Gar nicht so einfach als Veganer auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dies in Zukunft ändern wird, denn die Anzahl der Veganer ist in den letzten 10 Jahren um 10% in Deutschland gestiegen. Bei wem ich mir aber ziemlich sicher bin, dass er kein Veganer wird, ist der Nikolaus, der letzte Woche bei uns im Studio zu Gast war. Da bei seiner Reise in Portugal etwas schiefgegangen ist und wir den Erasmus-Beitrag letzte Woche nicht ganz zeigen konnten, seht ihr ihn heute. Hi, ich grüße euch hier aus Lissabon. Ich mache für euch heute mal so einen kleinen Erasmus-Beitrag und ich habe heute für euch die Jessie bei uns. Sie studiert auch bei uns in Saarbrücken an der Uni, macht dieses Semester ein Auslandssemester hier in Lissabon und am besten gebe ich mal ab an sie und du erzählst einfach mal ein bisschen selbst, was du hier so machst, ob es dir hier gefällt. Schieß einfach mal los. Okay, also ich bin seit September hier, das sind jetzt knapp 2 Monate und bleibe auch bis Februar noch hier und studiere hier Master im Fach Makroökonomie, Finanzen, weil hier der Schwerpunkt da drauf läuft, genau. Und was würdest du bis jetzt sagen? Ist es schwer an die Leute jetzt draußen, die sich vielleicht hier auch bewerben wollen? Wie kommst du so mit den Vorlesungen klar? Gibt es da Klausuren zum Schluss oder wie läuft das Ganze eigentlich ab? Ja, also es ist leider nicht so, wie man immer sagt, dass das Erasmus hier ganz einfach ist. Also man hat schon an der Uni Saarbrücken gesagt bekommen, dass das Niveau hier etwas schwerer ist und man merkt es auch an den Kursen auf jeden Fall. Also die Kurse im Finanzbereich und auch im Makroökonomiebereich sind sehr, sehr hoch. Wie viele Kurse machst du gerade hier? Ich mache momentan 4 Kurse hier, aber das ist auch schon eher das Maximum, also es ist relativ schwierig. Ich würde eher 3 machen normalerweise. Okay. In welcher Sprache sind die Kurse dann? Ist es vom Verständnis her machbar oder? Also ich besuche jetzt nur englische Kurse, weil ich kein Portugiesisch kann. Wenn man Portugiesisch kann, kann man sie auch in Portugiesisch machen. Die Möglichkeit besteht, aber meine Kurse sind alle in Englisch. Erzähl mal, Jessie, wie ist das so mit der Unterkunft hier? Wird da irgendwie von Erasmus was gestellt oder müsst ihr euch da selbst was suchen? WG-mäßig, wie ist das hier geregelt? Also das Besondere hier an Lissabon ist, dass es kein richtiger Campus ist in dem Sinne, wie es zum Beispiel jetzt in Schweden und so meistens ist, sondern die Fakultäten sind halt in der ganzen Stadt verteilt. Deshalb gibt es hier keine International Accommodations, also keine International Unterkünfte. Und ja, das heißt, man muss eigentlich selber suchen, aber es gibt 2, glaube ich, größere Organisationen, die das dann machen. Eins ist Uniplaces und die vermieten halt alles an Studenten. Und wie machst du's? Ich hatte das Glück gehabt, dass meine Ex-Mitbewohnerin aus Saarbrücken vor 2 Jahren hier war und ich habe sie halt einfach angehauen und die hat mir die Kontaktdaten von ihrem Vermieter gegeben. Okay, ziemlich praktisch. Ja. Bist du hier irgendwie ganz alleine oder gibt es hier noch mehr deutsche Studierende oder auch von der Uni? Wie ist das hier? Erzähl mal ein bisschen. Also ich selbst bin jetzt von der Uni, von unserer Uni in Saarbrücken mit 3 weiteren hier. Ansonsten sind hier aber auch sehr, sehr viele andere Deutsche. Es sind, glaube ich, 70% Deutsche hier in dem insgesamten Auslandsaufenthalt und ja, wir sind hier auch Spitzenreiter, also es sind irgendwie so viele Deutsche da und dann sind von anderen Ländern immer nur 2, 3 Leute da. Okay. Wow, und wie ist das so? Ich glaube, es schauen jetzt auch viele mit, einfach die sich interessieren für so einen Auslandsaufenthalt, vielleicht auch in Lissabon. Wie war so der ganze, ich sag mal, Bewerbungsprozess? Hat es hier lang gedauert bei uns in Deutschland? Wie früh musstest du dich überhaupt bewerben? Ging das irgendwie alles reibungslos oder hast du dich da auch irgendwie vor Schwierigkeiten gesehen?
Also ich selbst fand den Bewerbungsprozess eigentlich relativ einfach, weil man hatte halt die klare Angabe, dass man im Februar, glaube ich, oder im März, 18. März, glaube ich, war diese Deadline, aber die gilt halt für das Sommersemester und das Wintersemester. Also wenn man erst nächstes Jahr im Sommer anfangen möchte, muss man sich trotzdem im Vorjahr, im Februar bewerben. Also das ist schon relativ. Also du musst frühzeitig wissen, genau, wann du hierher willst. Genau, und genau. Man kreuzt dann auf dem Formular auch an, wann man vorzugsweise dorthin will. Und an für sich war es eigentlich nicht so schwer. Man muss nur einen Notenauszug, ein Motivationsletter abgeben und ein Formular ausfüllen, wo man ein paar Angaben macht. Und dann heißt es nur noch warten. Für dich hat es ja dann jetzt geklappt. Genau. Voll gut. Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich auch nicht nur zum Studieren hier. Ich glaube, Lissabon lässt sich auch so gut leben. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was hier so nebenbei alles los ist. Was kann man hier Cooles machen? Wie sind die Leute hier? Gib uns mal so einen kleinen Einblick ins Lisboa Life. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Vor allen Dingen, wenn man abends weggehen möchte oder interessiert ist an Surfen und so weiter. Das kann man alles hier machen. Es gibt zwei große Organisation hier. Eine davon heißt zum Beispiel Erasmus Life Lisboa. Dann bezahlt man am Anfang 20 Euro und kann jeden Tag irgendetwas mit denen machen. Zum Beispiel Pubcrawl oder Surfstunden nehmen oder irgendwelche speziellen Partys, mit denen, also bei denen man dann nur teilnehmen darf, wenn man auch diese Karte hat. Und in diesen zwei Organisationen ist eigentlich jeder drin irgendwie, weil es Vergünstigungen gibt und genau. Wahrscheinlich findest du halt auch so echt super Anschluss, ne? Also ja, wenn da wirklich alle geballt auf einmal sind, glaub zum Vergleich mit unserer Kneipentour, ja, genau, in Saarbrücken. Genau. Wie ist so Ausflugsziele, sag mal irgendwie Strand, ist das jetzt im November normal noch machbar? Also dieses Jahr ist es wirklich relativ warm, also wir sitzen ja hier jetzt auch. Das ist witzig, wir haben jetzt quasi November und wir sitzen hier noch im Top, waren gestern am Strand. Also überlegt euch Leute, ob ihr vielleicht hier im Winter ein Auslandssemester machen wollt. Also es ist wirklich, wirklich ein Traum vom Wetter her dieses Jahr. Es soll zwar eigentlich nicht jedes Jahr so gewesen sein, aber ich glaube, jetzt wird es immer wärmer sein, umso weiter es nach hinten hinausgeht. Und hier kann man super an den Strand gehen, also fast jeden Tag. Es hat bis jetzt in der Zeit, wo ich hier war, nur zweimal geregnet. Also lohnt sich wahrscheinlich. Wie ihr sehen könnt, ist André mittlerweile zu uns ins Studio gekommen. Hallo. Hi, grüß dich. Dann erzähl uns doch mal kurz, seit wann machst du das schon? Wie bist du zu dem Bloggen gekommen? Also seit genau November 2014 gibt es den Blog auf Facebook. Ursprünglich war es einfach eine Erleichterung für mich, da ich sehr viel beruflich im Außendienst war. Und sehr viel Essen war mit Kunden. Da gab es dann viele Freunde, Bekannte, die mir jeden Tag Nachrichten geschrieben haben, wo gibt es denn das beste Schnitzel, wo gibt es die besten Rouladen, wo können wir Spaghetti essen. Und irgendwann war ich so genervt davon, dass ich gesagt habe, okay, ich mache euch jetzt einfach ein Foto, schreibe was Lustiges drunter und dann könnt ihr euch das auf Facebook angucken. Und habe dann gedacht, so 20, 30 Leute gucken sich das an und ja, dann ging der Schuss nach hinten los. Sind schnell mehr geworden. Sind super schnell, ganz, ganz viel mehr geworden. Wir sind jetzt knapp bei 10.000 Followern und natürlich sind die Anfragen jetzt noch häufiger da. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und bei dir macht das auf jeden Fall, denke ich mal, sehr viel Spaß. Ne? Also ja, erzähl uns mal so ein bisschen, wie läuft das ab? Also ich habe immer Hunger, gehe gerne essen, entdecke gerne neue Dinge, probiere gerne viel aus und dann sitze ich da und esse und meistens vergesse ich Fotos zu machen und muss dann nochmal hingehen. oder die Leute, die bei mir sind, sagen dann, er muss noch ein Foto machen, pass auf, leg die Gabel nochmal hin. Und ja, dann mache ich halt meine Fotos und schreibe dann irgendwas dazu und lade das hoch und dann ist es ein Selbstläufer. Ganz genau. Ich hoffe, die Leute haben Spaß dran. Also es ist, wie gesagt, keine so ernsthafte Sache bei mir. Ich möchte auch nicht als Restaurant-Tester oder so tituliert werden, sondern einfach
guckt es euch an und habt Spaß dabei. Und wenn was Gutes dabei ist, wo jemand auch noch Freude dran hat und dem das gut schmeckt, dann ist es für mich, ja. Okay, ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal kurz an, wie dein Blog aussieht. Das ist André Kleber, besser bekannt als André Mann, Saarlands bekanntester Foodblogger. Er hat einen Foodblog, auf dem er nur über das schreibt, was ihm persönlich gefällt, schmeckt und ob man als Gast im Saarland wertgeschätzt wird. Sein Blog ist keine Bewertungsseite für Restaurants. Auf seinem Foodblog findet man auch eigene Rezepte von ihm. Auf Instagram hat er knapp 2200 Abonnenten. Auf Facebook sind es schon knapp 8500 Likes. Ja, das war doch auf jeden Fall schon mal eine schöne Impression. Cool. Jetzt wissen die Leute auch genauer, von was wir hier reden. Genau. Dein Blog heißt ja Gut Essen im Saarland und Umgebung. Ja. Also heißt das, du hast dich jetzt so ein bisschen auf Saarland spezialisiert oder ja? Ja, also ich bin beruflich halt hauptsächlich im Saarland und Rheinland-Pfalz unterwegs. Und ja, da die tägliche Nahrungsaufnahme dazu gehört, dass ich weiter kraftvoll arbeiten kann, gehe ich halt dort überall mal essen. Okay, und was macht so die saarländische Esskultur für dich aus? Gibt es da so was Besonderes? Ja, also da merkt man schon die Nähe zu Frankreich und dass die Leute das Essen zelebrieren, mehr als in anderen Bundesländern, dass man diese Gemeinschaft einfach gerne da hat, wenn man isst, dass man einfach darauf achtet, was man isst und auch mehrmals am Tag. Ja, es gibt viele, die essen nur einmal, ne? Also ich könnte es auch nicht. Nee. Oh Gott. Nee, es ist einfach diese Lust am Leben, diese Lust am Essen und einfach diese Gemeinschaft zu sagen, wir setzen uns mit Freunden hin und machen was Feines. Und das ist halt das Schöne, das macht die saarländische Esskultur aus. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und wie ist das so? Hast du auch so in dieser Szene bestimmte Vorbilder? Oder bist du da? Also ich bin da einfach so reingerutscht. Das war ja, wie gesagt, ja, eher so... gar nicht so geplant. Gar nicht so geplant, genau. Der unfreiwillige Foodblogger. also von daher, ich habe zwar auch Kontakt zu ein paar anderen Bloggern. Das kommt ganz automatisch. Ich versuche auch da so ein bisschen zu vernetzen, dass wir ein paar Synergieeffekte nutzen können. Aber ansonsten, ganz ehrlich, habe ich auch wenig Zeit, mir da großartig andere Sachen anzusehen oder auszusuchen. Und von daher, Vorbilder gibt es da keine. Gibt es keine. Wow. Ja. Und wie ist das so? Man hat ja auch auf deinem Blog gesehen, dass du öfter bei so kulinarischen Events eingeladen bist, bei dem Krimi-Dinner oder so. Wie ist es dann? Schreibst du die Firmen an oder melden die sich? Oder? Also ich organisiere meistens das Ganze selbst. Diese Geschichten wie dieses Criminal-Dinner oder so, das ist von meiner Agentur. Ich habe also... Neben dem Essen betreibe ich noch einen wirklichen Job, in dem man hart arbeiten muss. Und ich habe eine Veranstaltungsagentur, eine Werbeagentur. Und ich nutze halt solche Dinge auch dann mit dem Blog zusammen, dass wir einfach sagen, wir machen was Außergewöhnliches und wir machen etwas mit Food. Oder wir präsentieren einfach tolle saarländische Produzenten oder Restaurants. Und von daher... muss ich dann meistens mich selbst anschreiben. Okay. Es gibt aber auch Restaurants oder Produzenten, die dann sagen, könntest du was für uns machen? Und dann gucken wir, dass wir gemeinsam irgendwas hinkriegen. Dann ist es meistens eher so, dass die dann genau, auf dich zukommen. Genau. Ja. Ja, also kann man im Prinzip sagen, dass du so Selbstmanagement betreibst, auf absolut, jeden Fall. Ja. Ja. Und wie Selbstmanagement in der Reihe der Mogelpackung bei uns aussieht, das seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Weißt du was? Ich bin mein eigener Manager. Wer kann sowas schon von sich behaupten, ne? Endlich mal Verantwortung übernehmen. Und das Beste ist, der Chef schaut einem nicht mehr über die Finger. Frau Wegenkippel, Sie wollten mir bis 15 Uhr den überarbeiteten Jahresbericht zuschicken. Wo bleibt das? Oh Gott!
Das habe ich voll vergessen. Wie können Sie so einen wichtigen Arbeitsauftrag vergessen? Das haben wir doch erst vor 3 Tagen besprochen. Das Konzept des Selbstmanagements ist insbesondere darauf ausgelegt, seine beruflichen Aufgaben in größtmöglicher Autonomie zu erledigen. Findet man dabei keine geeignete Strategie zur zeitlichen Einteilung und Organisation, ist eine erfolgsversprechende Aufgabenbewältigung unmöglich. Ach, herrje. Soll ich die Budgetplanung lieber heute machen? Oder die Präsi für morgen? Oder ist doch lieber die Preiskalkulation dann für den Herrn Schmidt wichtig? Dieses ganze Selbstmanagement, das bringt mich noch um den Verstand. Bei der Arbeitsform des Selbstmanagements müssen binnen kürzester Zeit zielführende Entscheidungen getroffen werden. Ohne die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, versinkt man schnell in ein organisatorisches Chaos. Die Überforderung von Mitarbeitern ist in solch einem Fall nicht selten zu beobachten. Mit Selbstmanagement ist mein Leben einfach viel stressfreier. Ich schreibe mir meine To-Dos einfach auf und dann kann ich die nach und nach abarbeiten. Na toll, jetzt habe ich das einmal schleifen gelassen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich das alles geordnet und abarbeitet bekommen soll. Da man beim Selbstmanagement ganz auf sich alleine gestellt ist, bedingt dies eine hohe Selbstorganisation. Ohne die Fähigkeit der Selbstorganisation eines Mitarbeiters schiebt dieser die Arbeit oft vor sich hin, die To-Do-Liste wird immer länger und wichtige Deadlines gehen im Chaos verloren. So. Wenn ich parallel zur Kostenkalkulation die Mengenbudgetplanung mache und dann zwischendurch noch die Präsi fertig mache, dann schaffe ich sogar bis 17 Uhr und ich bin rechtzeitig zu Hause zur neuen Folge Two and a Half Men. Frau Wegenkittel, die Qualität Ihrer abgelieferten Präsentation ist inakzeptabel und Ihre Kostenkalkulation ist hochgradig fehlerhaft. Selbstmanagement heißt nicht, die Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen und früher Feierabend machen zu können, sondern erfordert einen hohen Grad an Selbstdisziplin, um effiziente Ergebnisse erzielen zu können. Beim parallelen Abarbeiten mehrerer Aufgaben schleichen sich oft Fehler ein, die im Nachhinein korrigiert werden müssen, wenn der Mitarbeiter seine eigenen Fähigkeiten, wie in diesem Beispiel das Multitasking, nicht gut genug selbst einschätzen kann und seine privaten Vorlieben der Arbeit vorzieht. Selbstmanagement erfordert einen hohen Grad an Selbstmotivation, Organisation und Disziplin. Viele Arbeitnehmer erfreuen sich anfangs darüber, ihr Arbeitspensum völlig eigenständig einteilen zu können. Oft fordert diese Arbeitsform jedoch ein so hohes Maß an Verantwortung, sodass sich viele Mitarbeiter überfordert fühlen und in ihrem eigens kreierten Chaos versinken. So, André, du hast ja gerade eben erzählt, dass du gerne essen gehst. Mhm. Wie sieht es denn aus? Kochst du auch gerne? Oder? Ja, ja, also wenn ich die Zeit finde, sehr gerne. Da koche ich auch wirklich manchmal Sachen nach, die ich dann bei YouTube oder so finde. Also dann auch so ein bisschen aufwendigere Gerichte. Ein bisschen aufwendigere Gerichte, genau. Oder ein bisschen was Ausgefallenes. Das letzte Mal auch so Fingerfood-Sachen ausprobiert, die völlig daneben gegangen sind. Ich bin immer noch am Hadern, ob ich es veröffentlichen soll oder nicht. Also die Bilder sind schon mal lustig, sieht aus wie schlimmer Unfall. Ja, nee, aber
Demnächst kommt saarländische Dippelappes Pizza zum Beispiel, okay, die wir gemacht haben. Und das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wie gesagt, einfach mal ein paar andere Sachen versuchen und versuchen zu kombinieren. Saarländische Küche und Fast Kreativität. Food. Genau. Und wie sieht es dann aus bei deinen Bildern? Machst du die alle selbst oder hast du einen Fotografen in deiner Hand? Also ich habe immer ein 12-köpfiges Kamerateam dabei. Ich mache alles selbst. Ich habe das Telefon mit dem Apfel drauf und damit mache ich im Grunde alles. Ja. Okay. Ein bisschen also bearbeiten auch, und dann, ja. Okay. Und was würdest du sagen, wie viel Zeit braucht man für so einen Vlog oder wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Das ist eine sehr gute Frage, denn oft wird das Bloggen so abgetan, das macht man einfach mal so nebenher und das kostet ja gar keine Zeit. Es ist super aufwendig, wenn man versucht, seinen Followern gerecht zu werden. Wenn man halt schon ein bisschen was damit erreichen möchte, braucht man viel Überlegung im Vorfeld, was man macht. Die Ausführung, Bearbeitung und einfach, dauert schon ein bisschen. Also wie viel Zeit ich genau, im Moment ist ein bisschen weniger, sieht man dann ab und zu, wenn ich ein bisschen mehr beruflich eingebunden bin. Aber ansonsten hat man täglich damit zu tun. Ne? Man denkt ja auch irgendwann einfach schon in den Mustern und sagt, okay, ich könnte dahin essen gehen, aber das wäre vielleicht interessanter, kann man auch auf dem Blog was machen. Und es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Und was würdest du sagen, so was für Vorteile und was für Nachteile bringt das Bloggen so mit sich? Also Vorteile einfach, man lernt viele neue, nette Menschen kennen. Ich versuche ja auch durch diese André Mampft Events einfach auch dann ein bisschen die Community persönlich kennenzulernen. Und daraus ergeben sich halt teilweise auch Freundschaften und Nachteile, dass man halt oft denkt, du müsstest mal nochmal was machen, was posten. Und also einfach zusätzliche Arbeit. Druck, genau, einfach nur der Druck, den man sich aber selbst macht. Ja. Dann, ja. Und jetzt, ja, wo gerade die Weihnachtszeit ist, gibt es da ein Lieblingsgericht von dir? Also traditionell, ich möchte nicht mit Traditionen brechen, deswegen gibt es jedes Jahr Diskussionen mit meinen, es gibt keine Diskussion mit meinen Eltern. Also die sagen, wir könnten ja diesmal was anderes, aber es gibt jedes Jahr, gibt es Pute bei uns und es gibt dann Knödel klassisch dazu und Rotkraut und ich möchte gar nichts anderes haben. Das ist so aus der Kindheit mitgebracht und das gehört dazu. So ganz genau. Und jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Was ist dein persönliches Lieblingsgericht oder gibt es überhaupt das Lieblingsgericht von dir? Gibt es keins. Also ich mag es gerne ein bisschen ausgefallen. Ich mag gerne den Mix aus französisch, deutscher, orientalischer Küche, aber ich esse alles. Alles. Das ist doch super. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst. Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Und wir wünschen dir weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Und natürlich ganz viel Spaß. Das ist, denke ich, einfach das Wichtigste daran, dass man den nicht verliert. Und wenn ihr mehr über Andres Foodblog erfahren wollt, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Oder wenn ihr mal Restauranttipps braucht im Saarland, vorbeischauen. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Sendung. Aber bevor ich Tschüss sage, schauen wir uns noch einmal an, was das Team von Orgerliches Leckeres gebacken hat.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es euch gemütlich, genießt die schöne Vorweihnachtszeit und schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein. Nächste Woche ist die allseits bekannte Weihnachtssendung, in der Herr Professor Scholz anwesend ist. Und ja, ich sage dann mal Tschüss und auf Wiedersehen.